Neue Woche, neues Glück, der Schilling ist zurück. Mit in etwa 135 Kilometern bin ich 10 Kilometer über meinem wöchentlichen Ziel von 125 Kilometern. Noch muss ich kein Rosanna pushen, die 30-Tages-Challenge läuft und natürlich sowas wie ein Sternenstab-Event. Das motiviert mich dementsprechend. 6000 Sternenstück, nein, das wäre schön, 6000 Sternenstücke. Sternenstaub gab es, nicht erhöht, nicht verdoppelt oder so. Ich hätte ein Sternenstück zünden können, aber um 9 Uhr war ich gerade nicht am Zocken. Von daher, genau, jeden Montag 9 Uhr kommt die Wochenbelohnung rein. Aber ein kleiner Troll von Niantic. Ach ja, Max Out Monday ist heute auch noch. Da werde ich was hochpushen. Einen der schwierigsten Team Go Rocket Kämpfe, mit welchem man vielleicht nicht rechnet. Ein kleiner Clickrate, paar Fänge, Floink und so weiter. Yo, wir starten. Ich habe bei Niantic die Notifications an. Bedeutet, wenn die irgendwo was posten, dann bimmelt mein Gerät, mein Handy und ich sehe das sofort. Und je nachdem, in welcher Ansicht man sich gerade befindet, sieht man manchmal nur den ersten Satz oder die ersten Wörter. Niantic Support schreibt, noch mehr Pokémon tauchen in der Stadt auf. Und ich so, oh mein Gott, wirklich jetzt? Dann mache ich die Nachricht auf und sie schreiben von der Pokémon Go Safari Zone in Neu-Taipei. Okay, dachte ich mir, ja gut, einen Versuch wäre es wert gewesen. Schade, schade Schokolade, aber was sie damit meinen, nicht, dass das jemand falsch versteht, bei der Safari Zone, die nun schon zu Ende ist, sind wohl in den Parks so viele Leute gewesen, weil es an jedem Tag möglich war, ohne Ticket einfach hinkommen, fangen, dass Niantic irgendwann beschlossen hat, nö, da sind zu viele Leute und vielleicht die Server auch zu stark belastet. Wir lassen alle Event-Pokémon auch in der Stadt auftauchen. Also schon krass und das hat auch etwas mit dem anderen Thema zu tun, welches ich bequatschen möchte. Wie populär das Spiel ist, dass so viele Leute jetzt noch, mehr als 3 Jahre nach Release, in eine bestimmte Stadt, in einen besonderen Park gelockt werden können. Dass man sagt, huch, der ist zu voll, wir müssen die Spieler aufteilen. Und da machen wir auch gleich die Überleitung. Im Google App Store sind nun, wenn man die englische, die internationale Version davon aufruft, neue Bilder bei der App verfügbar. Und das hat mich auch ein bisschen so zum Grübeln gebracht. Auf dem ersten Bild sieht man ein Pikachu, ganz klar, so in etwa das Aushängeschild von Pokémon Go kennt bestimmt jeder. Fange Pokémon in der Welt um dich herum. Dann auf dem zweiten Bild werden gleich die richtigen Brocken da beworben, die starken Pokémon. Wer sieht nicht gerne irgendwelche legendären? Rayquaza, Despotar. Aber lustig auch hier, bei den Bildern gibt es einige Easter Eggs versteckt, die nur echte Pokémon Go Spieler erkennen. Der Beutel, also die Pokémon-Box, umfasst 600 Pokémon. Es ist nach den Wettkampfpunkten absteigend sortiert, wie man sehen kann. Und nach Ramaidon kommt ein Tohaido mit 355 Wettkampfpunkten. Und das, obwohl da fast 600 Pokémon in der Box sind, bedeutet, das ist vermutlich nur irgendein, nicht nur vermutlich, ganz bestimmt irgendein Niantic-Test-Account, den sie mal schnell mit ein paar starken Pokémon befüllt haben. Und der Rest hat nicht mal 360 Wettkampfpunkte. Dann kämpfe, um die Arenen für dein Team einzunehmen. Auch ganz nett gemacht, der Charakter so im Vordergrund, aber hier auch nochmal ganz kurz. Ich wusste gar nicht, dass man in Pokémon Go nur 4 Finger hat. Also wer auch immer das gemacht hat, es sieht zwar schick aus, doch wenn man genauer hinsieht, 4 Finger? Dann erstelle dein Traumteam an Pokémon und da zeigen sie einfach mal ein Shiny Rayquaza mit dem Bewertungsfeature, was ich auf jeden Fall gut finde, dass man das so auch in den Fokus hebt. Kleiner Funfact wieder hier am Rande. Mit den IV, das geht sich nicht aus mit den Wettkampfpunkten, also wieder nur zusammengeschnipselt hier dieses Bild. Und dann zu guter Letzt werden die Raids auch noch gezeigt auf den Bildern mit Rüstungs-Mewtwo. Und wenn man sich, die sind zum Glück auch noch live, das heißt, das kann ich direkt so vergleichen, die anderen Bilder dazu ansieht, ab und zu wurden die geändert und jetzt mit Team Go Rocket sind da die Rüpel aufgetaucht, aber im Grunde, wenn man wirklich so den Vergleich hat, die alten, beziehungsweise aktuellen im deutschen Store noch Bilder, die sehen richtig eingeschlafen aus.
Da so ein bisschen kleine Schrift überall und dann einfach nur so ein Alola-Ei, sorry, 7-Kilometer-Ei. Und dann wie das Geschenk aufgeht. Ja, ich kann schon verstehen, sie wollten das irgendwie zeigen, aber jemand, der Pokémon Go nicht kennt, der sieht sich das an und denkt sich, hä, was soll mir das jetzt sagen? Und dann im Vergleich, diese anderen Bilder, da bekommt man echt Bock sofort zu spielen. Mewtwo in Rüstung, Shiny Rayquaza, die ganzen Pokémon und zur Not das süße Pikachu. Ja, und weniger verwunderlich ist es dann, dass Pokémon Go im August 2019 den fast besten Monat seit Anbeginn der Zeit hatte. Nur der erste und zweite Monat im Release 2016 war noch umsatzstärker. Und zwar jetzt im August 2019 176 Millionen Dollar Umsatz. Die Zahl wurde schon vor einiger Zeit herausgegeben, aber nun auch mit den neuen Bildern und so. Ja, das ergibt alles irgendwie Sinn. Ich merke es auch selbst. Natürlich der Sommer mit den heißen Temperaturen ideal. Naja, nicht ganz ideal zum Pokémon Go spielen. Ein bisschen kühler ist für einige bestimmt angenehm. Aber definitiv ist nicht der Winter mit Schnee und Regen so die beste Jahreszeit für Pokémon Go. Und das merke auch ich. Kommentare nehmen zu, Klicks nehmen zu, Abonnenten, Follower, alles geht rauf. Und dann vermutlich dieses Jahr auch wieder, wenn es kälter wird, flacht das Ganze ein bisschen ab. Ganz normal. Aber man merkt auf jeden Fall, auch mit der Safari-Zone ohne Ticket, wie viele Leute wieder auf den Zug aufgesprungen sind oder wieder Lust bekommen haben, Pokémon Go zu spielen. Dann die Änderungen im Shop. Auch hier wird optimiert. Auch wenn ich mich häufig über die Boxen aufrege, jetzt in den letzten Tagen, man hat noch immer eine 50% Ersparnis. Man muss einfach nur vergessen, dass die Boxen mal richtig genial waren. Und man merkt, da wird überall an jeder Ecke und an jedem Ende optimiert. Und jetzt, vielleicht auch mit dem Bewertungsfeature, vielleicht hat man darauf so lange gewartet, dass nun ein Shiny nach dem anderen neu veröffentlicht wird, ist, habe ich so das Gefühl, Pokémon Go in einem guten Stadion, das Wort suche ich, um es wirklich allen so zu präsentieren. Wenn man das mit 2016 vergleicht, ich denke, das weiß jeder und auch Niantic, dass es da noch recht wenig gab und trotzdem war der Hype da, aber man hätte nicht jetzt jahrelang warten können, um so viele Features reinzubringen. Das finde ich auch ganz in Ordnung, wenn das einfach so ein natürliches Wachstum ist, mit dann hier Team Go Rocket neu dazu. Das alles von Anfang an zu release, das wäre ja auch ein bisschen zu heftig gewesen. Und jetzt gab es sogar Ende September, und das geht noch immer, so Anfang Oktober, jeden Tag bringt irgendein Promi einen Werbetweet zum Beispiel raus. Vorrangig irgendwelche Schauspieler und wirkliche prominente Personen, die dann ein Go-Snapshot-Foto machen. Pokémon Go war sogar in irgendeiner Late-Night-Show in Amerika vertreten, ich glaube auch als kleiner Werbebeitrag. Ja, das finde ich einfach schon heftig und ich freue mich auch extrem. Natürlich, weil ich Pokémon Go komplett durchzocke, war jetzt auch laut Superdata auf Platz 1 der Mobile Games, was den Umsatz betrifft, im August 2019. Also vor allen anderen, die vielleicht so populär sind wie Clash of Clans, Candy Crush Saga. Und man muss auch dazu sagen, diese Kommentare von wegen, spielt das noch wer? Ich meine, ich habe es schon häufig oder ich habe es nicht mehr so häufig gelesen. Schon lange nicht mehr gelesen, so wollte ich sagen. Ab und zu mal, wenn es zu irgendeinem Gespräch im echten Leben kommt, bei einem Raid oder wenn dann jemand dazustößt, der Pokémon Go nicht spielt und dann einfach so fragt, ja, dann kommt mal die Frage, ach so, das ist noch so ein Ding, da spielt noch jemand. Kann man den Leuten auch verzeihen? Ein kleiner Tipp am Rande, ist eigentlich nicht das Netteste, was man so sagen kann, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Nur ein anderes Beispiel. Sagen wir, ich treffe den heftigsten Spider-Man-Fan. Der erzählt mir dann irgendwie, er schaut sich gerade den neuen Spider-Man im Kino an und ich so, ach, Spider-Man? Das ist noch ein Ding, das gibt's noch, Leute interessieren sich noch dafür. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist die Frage, spielt das noch wer, nicht sehr schlau und auch nicht sehr nett. Und im Zuge dessen bin ich in den letzten Wochen auch vermehrt auf Artikel im Hinblick auf AR und 5G, also Internet gestoßen, immer schneller, immer mehr Daten können übertragen werden, geringere Latenz, was vielleicht im Raid auch dann hilfreich sein wird. Und ich glaube, Niantic hat da auch so eine,
eine Vision oder einen Blick in die Zukunft. Die setzen da schon auf viele richtige Pferde und ja, das gibt einem selbst auch so die Gewissheit, okay, all die Stunden, die man da reinsteckt, für mich natürlich im Hinblick auf Videos, dass die nicht irgendwann komplett unnötig sind, weil das Spiel offline genommen wird, aber auch so, wenn ich da Geld reinstecke und Zeit, so viele Pokémon fange, die ganzen Medaillen, mich darum kümmere, das wird nicht einfach von heute auf morgen offline genommen. Das ist auch ein beruhigendes Gefühl irgendwie so, weil es gibt viele Apps, die mal aus dem Boden schießen, dann vielleicht viel Geld machen, eher abzocken und komplett auf Pay-to-Win ausgelegt sind und dann irgendwann, wenn sie genug Geld haben und sehen, ah, es läuft nicht mehr so, dann werden sie offline genommen. Dann ist der ganze Account weg, man hat nichts mehr, man kann nicht mehr spielen, es ist ja ein Online-Game und das ist dann dementsprechend schade. Ja, das war so ein kleiner Ausflug in Pokémon Go und wieder so irgendwie Mainstream. Es ist schon fast uncool, nicht mehr zu wissen, dass Pokémon Go wieder im Hype ist. Ich persönlich weiß gar nicht, was ich mittlerweile unlustiger finde. Die Frage, spielt das noch wer? Oder wenn ich meinen Nachnamen, Schilling, irgendwo erwähne und jemand dann zu mir kommt, oh, hast du dich noch gar nicht in Euro umbenannt? Okay, ja, ich lach mal kurz, aber es läuft mir eigentlich kalt den Rücken runter und ich denke mir so, meine Fingernägel drehen sich ein. Den hast du gerade nicht gebracht, oder? Glaubst du, den habe ich in meinem Leben noch nie gehört? Und wer gerade komplett am Schlauch steht, der Schilling war bis etwa Februar 2002 die Währung in Österreich. Also komplett unlustig eigentlich der Spruch und den habe ich schon tausendmal in meinem Leben gehört. Okay, das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Fleißig Sternenstaub weiterhin sammeln. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.